Wie wollen Sie es hinbekommen, dass unsere Kunden Spaß haben und langfristig bei uns bleiben wollen? Ich glaube, das mit dem Spaß wird ein kleines Problem, aber das mit der Dauer kriege ich auf jeden Fall hin. Das genügt uns, Sie haben den Job. Wir wissen alle, um welches Spiel es sich hierbei handelt. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. An sich, es ist ein super geiles Spiel, ich habe da sehr viel Spaß dran. Aber es gibt diese eine Aufgabe, die mich nicht weitermachen lässt. Man startet also ganz gemütlich das Spiel und geht dann auf schnelles Spiel und möchte dann einfach weitermachen. Man hat das erste schon fertig und ist bei San Francisco, geht auf Studien und man sehe, sauber bleiben, nicht drauf treten oder an den Wänden. Alles Aufgaben von diesem blöden Schleim. Und man denkt sich so, warte mal, in der ersten Welt, also in diesem ersten Gebiet, da gab es doch unendlich Schleime von denen. So, den werde ich so oder so finden. Nein, findest du nicht. Ehrlich, findest du nicht. Also nimmt man sich den nächsten Operator und dann kommt die traurige Wahrheit. Nein, die spawnen 0,0%. Ich habe keine Ahnung. Die sind einfach nicht da. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der den sofort gefunden hat. Und ey, Glückwunsch an euch, aber dieses Video richtet sich an die Leute, die Probleme haben, ihn zu finden. Ich habe ihn tatsächlich gestern gefunden und nach langer Suche, ich habe das Spiel schon langsam aufgegeben, weil ich schon keine Lust mehr hatte. Aber heute kann ich euch ein paar Methoden zeigen, wie ich es versucht habe und wie es auch geklappt hat und wie ich denke, dass es klappen wird. Zuallererst geht ihr in den Einzelspielermodus. Geht nicht auf schnelles Spiel. Und am besten drückt ihr auf Tenderloin oder so und stellt die Schwierigkeitsstufe auf moderat. Nicht auf die vorgegebene Stufe, sondern eine Stufe drunter und versucht dort Schleime zu finden. Die spawnen dort. Die Chance ist aber sehr gering, da dort einfach alle geringen Stufen Pokémon, wollte ich gerade sagen, Parasiten spawnen. Das heißt, auch die anderen können halt in geringer Menge dort spawnen. Die Chance ist aber nicht so gering, dass man es nicht findet. Es haben viele in meinem Freundeskreis und so mein Bruder, ich haben es sogar so hinbekommen. Also es ist möglich. Ich weiß, es ist nervig. Ihr müsst wirklich immer rein spawnen ins Gebiet. Fahrt am besten mit der Drohne rum und sucht danach, bis sie einen findet. Wenn ihr in dem ersten Gebiet nichts findet, in der ersten Subzone, dann geht raus und ladet diese Runde nochmal neu. Geht nochmal in Tenderloin rein, sucht nochmal mit der Drohne. Was ich euch auch noch vorschlagen kann, nehmt auf jeden Fall Leinen mit. Mit Leinen macht ihr nichts verkehrt, ihr werdet sofort sehen, wenn irgendwo ein Schleim ist, wenn ihr die Fähigkeit aktiviert. Tipp Nummer 2. Wenn euch das wirklich zu lange geht und irgendwann den Geist aufgibt, dann versucht auf Tenderloin auch kritisch zu gehen. Denn bei kritisch ist es häufig so, dass Parasitenmutationen entstehen. Und zwar mit sehr, sehr viel Glück habt ihr wie in meinem Fall das die Parasitenmutation spontaner Schleim. Bei der Eliminierung eines Archaeens besteht die Chance, dass Schleim erscheint. Hierbei ist es einfach nur so, dass ihr, egal welchen Gegner ihr eliminiert, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ihr auch einen Schleim daraus bekommt. Nur wird dieser Schleim auf dem Boden liegen. Die Tendenz ist leider hoch, dass sich dieser Schleim teilen wird, aber es ist trotzdem möglich. Ich habe jetzt extra für diese Aufnahme auch nochmal nach einem Schleim gesucht und habe jetzt mindestens eine Stunde gebraucht. Und habe den Schleim nicht mal auf den ersten Blick erkannt. Er war genau vor meiner Nase. Ich dachte mir, warum bekomme ich Schaden? Und da war dieser Schleim. Also ihr pinkt ihn dann für die Aufgabe und wirft am besten mit einer Contact Nade auf ihn. Ich bin da kurz ausgerastet, weil ich dann endlich mal einen gefunden hatte. Nimmt eine Kontaktgranate am besten mit, damit er ihn ein und alle Mal beseitigt. Also damit ihr die Aufgabe auch schafft und ihn mit einem Schlag besiegt, damit er sich nicht teilen kann. Ja, das war dann mein Beitrag zum Schleim. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht doch einfach Like und Comment und so.
Aber vielmehr würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinem Twitch-Kanal vorbeischauen würdet, denn ich streame auch ab und zu mal. Und wenn ihr da einfach mal ein Follow da lässt, damit ich meine nächste Stufe von Twitch erreiche, und das wären 50 Follower, dann würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Mein Kanal ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Und sonst schaut einfach an meinem Kanal vorbei. Ich heiße aber auch genauso wie hier auf YouTube, auf Twitch. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann würde ich sagen, auf Wiederhören.